Du, der Einstieg für mich nach Afrika war klein ganz professioneller, nämlich in Lesotho 1978-79. Das war ein Projekt von SwissAid. Und ich habe damals den Antrag gestellt, das Industriesemester, das man ja in Pforzheim machen musste, eben nicht in Pforzheim, sondern in Lesotho zu machen. Und bin ins Flugzeug gesessen und nach Südafrika geflogen für ein halbes Jahr, ohne zu wissen, was auf mich zukommt, einfach in der Hoffnung, dass es spannend wird. Und das war es dann. Also es war unglaublich spannend und toll. Und da habe ich zusammen mit Ute und Felix und damals noch der Onno Zeilstra, der Onno und Annette, die haben auch in Pforzheim studiert. Und wir waren da alle zusammen. Onno hat ausgebildet, Annette hat Silberschmied unterrichtet und Ute und ich haben in der Produktionswerkstatt gearbeitet. Und dann habe ich meine Abschlussarbeit über das Projekt in Lesotho geschrieben. So war der Einstieg. Was mich zunächst mal umgehauen hat am afrikanischen Schmuck, waren jetzt gar nicht so sehr die Workshops, weil die erst später kamen, sondern das war dann wirklich die Feldforschung mit Harald. Und zwar die Feldforschung, die erste, die wir zusammen gemacht haben, die war ja 1983 in Südsudan bei den Toposa. Und das war fast schon unmöglich, überhaupt in Südsudan zu reisen. Schon die Reise dorthin war aufregend und natürlich auch schwierig. Und wie wir dann endlich dort waren und dann das erste Mal wirklich Forschung machen konnten, also wirklich mit den Leuten da sitzen, die Sprache lernen und mit einem Übersetzer so sich langsam rantasten, was ist das Fremde eigentlich, was machen die? Und die haben sich an uns genauso rangetastet. Ja. Wir waren für die natürlich ganz komische Vögel. Was wollen die eigentlich? Keine Missionare, keine Entwicklungshelfer, kein Geld, kommen zu Fuß. Was ist denn das Verrücktes? Ja. Und da sind wir uns dadurch, glaube ich, sehr nahe gekommen. Und das Aufregendste und Tollste, was ich jemals erlebt habe, also in der gesamten Afrika-Erfahrung, war das allererste große Altersklassenfest bei den Toposa, wo die also in ganz großem Ornat da sind und wo dann der ganze Schmuck performativ vorgeführt wird. Also wo der Schmuck ein Teil der Performance ist und umgekehrt. Also beides sich miteinander verwebt. Und dann auch zu verstehen, was waren denn da für Messages eigentlich drin? Also was haben die sich gegenseitig auch über den Tanz, über den Schmuck und so weiter mitgeteilt? Das waren für mich Dimensionen von Schmuck, die gibt es in Europa nicht mehr, würde ich sagen. Die gab es aber auch. Also, man hat sich darauf vorbereitet. Erstens mal mussten wir ja erst überhaupt eine Einladung und eine Genehmigung kriegen, dass wir an dem Ritual teilnehmen durften. Das ist nicht selbstverständlich. Dann mussten wir auch eine Genehmigung kriegen, dass wir filmen und fotografieren durften. Das ist auch nicht selbstverständlich. Bis zu dem Zeitpunkt mussten wir schon ein großes Vertrauensverhältnis auch aufbauen. Und uns wurde im Vorfeld ausgiebig erklärt, um was es eigentlich geht. Und nachdem es dann stattgefunden haben wir akribisch wirklich jeden Teil des Rituals mit Hilfe von Einheimischen und Übersetzern dann aufgearbeitet und haben es peu à peu versucht zu verstehen. Und aus dem heraus hab ich auch in gewissem Sinn die Sammlung entwickelt. Also das war für mich der Einstieg in die Sammlung. Vorher in Lesotho hatte ich gar kein Geld, um irgendwas zu kaufen. Und in Lesotho war das zwar in der Werkstatt total spannend, aber so richtig in die Lebenswelt Afrika sind wir damals noch nicht so intensiv eingestiegen, so wie man das bei einer Feldforschung macht. Ja. Oh, Ja. schwierige Frage. Also,
Dazu ist zu sagen, auch in Afrika, auch im Ritual hat nicht jede einzelne Perle und jede Farbe eine Bedeutung. Auch da gibt es künstlerische Freiheit, auch da gibt es individuelle Ausdrucksformen. Und die hat mich natürlich auch interessiert und da konnte ich ja bei den Leuten auch nachhaken und nachfragen, also was ist denn jetzt? Ja, haben wir gemacht, weil es mir Spaß macht, weil es toll aussieht und weil ich Aufmerksamkeit will und weil ich sexy bin oder sowas, ja. Und die Freiheit habe ich mir hier natürlich auch genommen. Ich habe so, ich habe Dinge gemacht, die mir persönlich was Individuelles gesagt haben, das für mich eine künstlerische Aussage war. Und ich bin der Meinung, egal was man schöpft, egal was man für eine Kreation macht und egal von wo man beeinflusst ist, wenn man was kreiert, was in sich stimmig ist, was einen Ausdruck hat, dann entzieht sich das sowieso in dem Moment, wo ein anderer kommt, das benutzt und sich damit schmückt. Und gut damit fühlt. Und ich habe da unglaublich viele tolle Erlebnisse gehabt mit Kunden oder Sammlern, die dann sich auf eine ganz andere Art und Weise an meine Schmucksachen angenähert haben und die wieder anders benutzt haben. Ich habe aber auch das Erlebnis gehabt, wenn Afrikaner zu mir in die Werkstatt kamen, dass sie sagen, oh wow, hier fühle ich mich wohl, das kenne ich. Ja. Und das freut mich, dass da sowas Übergreifendes stattfindet und ich empfinde mich eigentlich bis heute so als Kulturvermittler, wenn man so will. Als erstes würde ich da gerne die Caroline Broadhead nennen. Es hat mich einfach umgehauen, wo ich diesen tollen Schmuck gesehen habe, der über den Kopf hinausgeht, den wir in der Ausstellung ja mit dem Foto drin haben, weil ich für mich wiederum sofort zu sehen war, ah, da hat sich jemand die afrikanische Umwelt, die Ikonografie und vor allem wie man sich als Person konstruiert, dargestellt. Und zwar jetzt nicht nur im ostafrikanischen Zusammenhang, die Caroline war ja in Ostafrika in den 80er Jahren, sondern was mich ganz fasziniert hat, ist, wie sie die Benin-Bronzen, die ja genau diesen Ausdruck haben, auf eine ganz moderne Art und Weise und eine ganz europäische Weise interpretiert und trotzdem dieses Königliche, was die Benin-Bronzen ja sind, es sind ja Darstellungen von Königen mit diesem großen Schmuck, dass sie dieses Königliche wunderbar in diesen Kontext gebracht hat und eine ganz eigene neue Aussage auch mit ganz neuem eigenem Material gebracht hat. Das ist, was Caroline anbetrifft. Bei Daniel Kruger hat mich vor allem beeindruckt, dass er so unglaublich facettenreich ist, wie Afrika selber auch ist. Und dass bei ihm das immer oszilliert zwischen dem, was seine europäische Seele vielleicht ist, aber auch ganz stark das, was die afrikanische Seele ausmacht, die er, glaube ich, schon auch hat. Er ist ja in Namibia geboren und das ist ja auch prägend, wenn man als Kind in so einer Umgebung aufwächst. Und ich spüre das jedem seiner Stücke an. Manche sind nah an Afrika, manche nur sehr indirekt. Und ich finde, wir haben da zwei ganz fantastische Stücke, die nämlich beides ausdrücken. Das eine ist nah, das andere ist ein bisschen abstrakter in der Beziehung. Und Mieke Groth, die habe ich kennengelernt durch unsere liebe Freundin Marian Unger. Und natürlich haben wir sofort, das war wie ein Magnet, der sich anzieht. Mieke lebt seit langem in Senegal und arbeitet dort mit den Blechschmieden. Und was ich da faszinierend finde, ist, dass sie erstmal zwei Materialien, die nun überhaupt nichts miteinander zu tun haben, nämlich Glas und Blech zusammenbringen, das auf eine ganz tolle, freie Gestaltungsart und aber nicht versucht, das eine dem anderen unterzuordnen, sondern es steht gleichwertig nebeneinander, hat eine tolle Balance, hat einen tollen Ausdruck
und transportiert ganz viel aus Afrika und Europa. Das sind auch wirkliche Hybride. Das wäre der Grund, warum ich die drei ausgewählt habe. Also man muss ein bisschen aufpassen, wenn man Afrika pauschal sagt, weil Afrika ist so, wie wenn du Eskimos mit Sizilianern vergleichst. Also das muss man sich immer wieder bewusst machen, was für gigantische Dimensionen dieser Kontinent hat und was auch für eine kulturelle Diversität. Also was den Schmuck in Ostafrika anbetrifft, was unsere Feldforschung anbetrifft, da wird der meiste Schmuck schon von Frauen gemacht, für Frauen, für sich selber. Es gibt aber Spezialistinnen da drin. Aber natürlich haben die Männer auch ganz ausgefallenen Schmuck, der auch mit dabei ist in der Ausstellung. Dieses große Pektoral, das von der Anmutung her tatsächlich noch vom alten Ägypten beeinflusst ist und da auch tatsächlich eine Verbindung noch besteht. Und das wird von Männern gemacht und nur von Spezialisten. Also da braucht man auch außer dem Glas, die Glasperlen, die ursprünglich aus Venedig kommen und vielleicht welche noch aus Amsterdam, so 18. Jahrhundert, also wirklich alte, ausgefallene Perlen, braucht man außerdem, um das Schmuckstück herzustellen, Naturhaaren von Giraffen und so weiter. Und das muss man können, damit umgehen. Und das wird also von Spezialisten gemacht. Dann interessant sind auch die Eisenperlen. Da dachte ich immer, die werden nur von Männern hergestellt, weil Eisenschmieden eigentlich in der Literatur und auch in dem, was wir erlebt haben, Männern vorbehalten ist. De facto werden die Eisenperlen aber auch von Frauen geschmiedet. Das haben wir auch in der Ausstellung, auch im Katalog. Und das war für mich eine richtige Forschungsentdeckung. Und da war ich überrascht davon. Und dann wurde einfach ganz locker gesagt, ja, wieso, wir brauchen die Perlen doch, dann machen wir sie auch. Und aber das ist speziell Ostafrika. Also in Westafrika zum Beispiel ist der Schmiedeberuf doch Männern vorbehalten, vor allem Eisenschmiede und Feuer und so weiter. Also da läuft es anders. Deswegen sage ich Vorsicht mit Zuordnungen. Aber es gibt Männer, die Schmuck machen, Frauen, die Schmuck machen, Kinder, die Schmuck machen, gibt es auch. Und es ist was Allgemeines, allgemein zugänglich und dann von Ethnie zu Ethnie unterschiedlich eingeschränkt oder erlaubt oder Spezialisten vorbehalten. Das muss man im Einzelnen differenzieren. Schmiede, in dem Zusammenhang nenne ich erstmal die Eisenschmiede. Und das sind in der Regel Spezialisten. Und die gibt es auch nicht immer in jeder Ethnie. Das sind dann manchmal auch Wanderschmiede. Oder es gibt eine regelrechte Schmiede. Ich würde nicht sagen Kaste, das ist was Indisches. Aber es gibt eine Berufsgruppe. Bei den Maasai zum Beispiel, die haben eine richtige Schmiedeberufsgruppe. Die Tuareg haben das, allerdings dann im Silberschmiedebereich. Silberschmiede in Tuareg ist was ganz hoch angesehenes. Und Eisenschmiede, da oszilliert es zwischen ganz hohem Ansehen oder auch, oh nee, lieber nicht, die machen Waffen, damit kann man töten. Also es ist sehr ambivalent. Aber das Schmieden ist was Spezialisiertes, ja. Ist nach wie vor, wird immer teurer, wird immer seltener. Ist was, was wirklich dort sehr viel beeinflusst hat, an wie man aussieht, was für Schmuck man trägt und so. Und wird heutzutage, werden oft die Formen, die von Ida Oberstein natürlich auch für den Markt gemacht wurden, weil bestimmte Formen und Farben ja gefragt waren, das wird heute in Glas nachgemacht und weiter benutzt. Das farbige Glas hat für Afrika aber einen wichtigen Wert besessen, weil man muss bedenken, dass es vorher halt nur Naturmaterial gab und es war meistens
nicht so farbig, ja? Bis vielleicht auf ein paar Samen oder so. Also Farbe ist wichtig. Sieht man ja in der Ausstellung, im Katalog. Also die erste Frage, wie viele Stücke ich habe. Also ihr habt jetzt etwa vielleicht 20% von meiner Sammlung. Also die ist wesentlich größer. Ich habe sehr gezielt ausgesucht, weil ich mir ja auch ein bestimmtes Thema vorgenommen habe und was Bestimmtes rüberbringen wollte. Und natürlich habe ich euch die Highlights ausgesucht. Also ihr habt, also es ist wirklich, sind einige Stücke drin, die ich besonders finde. Eins der Stücke, die ich ganz besonders mag, ist dieses Band aus Perlen, wo die Autos drauf sind. Weil das ist insofern ungewöhnlich, als dass die Frauen, die das gemacht haben, das sind Rashida-Frauen, Muslimas, im Grenzgebiet zwischen Eritrea und Sudan, eigentlich sehr konservativ. Und normalerweise macht man solche Perlenbänder, indem man Koransprüche oder andere Symbole darstellt. Aber dass man praktisch wie so ein Comicstrip eine Geschichte erzählt, das ist schon sehr außergewöhnlich. Und wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, was erzählen die damit? Ja? Und dann haben sie mir also berichtet, das sind die Autos ihrer Männer, das war uns unschwer zu erkennen. Und da, wo die Kalaschnikows drauf sind, auf den Autos, wo sogar die Bullets fliegen, die kann man sehen, das ist die Polizei, die den Schmugglern hinterherfährt und versucht, die einzufangen. Das finde ich einfach so eine unglaublich tolle Geschichte. Und ich würde sagen, das ist das ausgefeilste Stück in der Ausstellung und in der Sammlung. Sowas habe ich kein zweites Mal gesehen und ja, ist mein Lieblingsstück.